Willkommen bei Experten beraten. Heute wollen wir uns von der Firma Sportastisch diesen Rucksack namens Sporty Backpack ansehen. Er kam 3 Tage, nachdem ich ihn bestellt hatte, bei mir an, in einem neutralen Karton und war sonst nur in dieser Folie verpackt. Gehen wieder mal raus. Auf der Folie steht nichts weiter drauf. Hier haben wir ein Kärtchen, das einem eigentlich nur dazu gratuliert, dass man diesen Rucksack gekauft hat. Sie haben bei Sportastisch eine 3 Jahre Produktgarantie, wenn Sie Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach Kaufdatum dort registrieren. Sonst haben Sie die normale Garantie, also beziehungsweise Gewährleistung von 2 Jahren in Deutschland üblich. Der Rucksack hat so gut wie keinen Eigengeruch. Also ganz minimal nach neu, aber nichts Chemisches, nichts Schlimmes. Er ist hier vorne mit einer kleinen Tasche versehen, in die man Portemonnaie, Schlüssel und Smartphone stecken kann. Hier oben haben Sie eine andere Tasche, die nicht ganz verschlossen werden kann. Das heißt, das hier ist auch wasserabweisendes Nylonmaterial. Das heißt, was hier drin ist, ist auch geschützt. Hier nicht so sehr, aber da haben Sie halt auch noch mal Platz, um zum Beispiel Schuhe hineinzutun. Außerdem hat der Sporty Backpack an den beiden Seiten Halterungen für Ihre Trinkflasche. Auch nochmal. Ist also tatsächlich viel Platz. Des Weiteren haben Sie hier noch die Möglichkeit, ihn aufzumachen und das große Fach zu füllen, das auch wieder mit Reißverschluss verschlossen wird und gleichzeitig wasserfest ist, weil Sie hier auch überall dieses Nylonmaterial haben und die Nähte auch sehr sauber vernäht sind. Auch im Inneren riecht es nicht komisch, das ist wirklich angenehm. Hier haben Sie eine dicke Polsterung. Hier unten haben Sie 2 Fächer. Hier haben Sie unten auch nochmal ein Fach, ein großes, in das Sie zum Beispiel ein nasses Handtuch tun können, damit es nicht in Berührung mit Ihren trockenen Klamotten kommt. Der Reißverschluss macht einen guten Eindruck. Hier hat man die Führung. Dann hat er, wie gesagt, hier noch die Möglichkeit, das Ganze sicher zu verschließen auf beiden Seiten. Die Rückseite ist eigentlich auch nochmal ein Highlight. Ich mache das mal kurz auf. Und zwar haben Sie hier eine wunderschöne Polsterung, die Ihren Rücken schützt und gleichzeitig, das ist ein Meshstoff, atmungsaktiv ist. Das heißt, wenn Sie den Rucksack auf dem Rücken haben und schwitzen, beziehungsweise Sie werden nicht so viel schwitzen, weil der Rucksack nicht direkt auf Ihrem Rücken aufliegt. Also das ist sehr intelligent gemacht. Die Gurte für den Rucksack sind ebenfalls mit diesem Mesh versehen und gepolstert, was natürlich auch da wieder dafür sorgt, dass der Sitz sehr bequem ist, gepolstert ist, die sind sehr breit und zudem haben sie halt diese Atmungsaktivität, also wirklich schön. Das wird hier zusammengesteckt, das können Sie auch noch in der Größe verändern, also sprich enger machen oder weiter. Hier ebenso können Sie auch noch mal die Länge bestimmen, die wir haben soll. Und wenn man ihn denn dann füllt, sieht man auch, also es ist ein Doppelreißverschluss, dann sieht das von unten so aus. Also da haben Sie hier auch nochmal die Möglichkeit, das weiterzustellen, um ihn noch mehr zu befüllen. Und haben hier ein sehr robustes Nylonmaterial als Boden und hat wirklich sehr viel Volumen, das Sie da hineinbekommen. Ich messe Ihnen mal aus. Und zwar haben wir hier eine Höhe von 50 cm und eine Breite, wenn er nicht aufgefüllt, also wenn er nicht befüllt ist, von 37 cm. Die Flaschen, die hier reinpassen, können auch etwas größer sein. Also das ist ein dehnbarer Stoff mit Gummizug hier.
Und auch schön mit dem Meshstoff, damit wenn Feuchtigkeit austritt, dann läuft es einfach ab. Von der Farbgebung her finde ich es auch sehr schön gewählt. Es gibt das Modell auch noch in anderen Farbkombinationen. In Rot-Schwarz gefällt es mir sehr schön. Es ist mit Grau abgesetzt und alles aus Nylon und Kunststoff. Das heißt, es wird sehr robust sein. Der Sitz ist natürlich auch sehr wichtig. Das probieren wir jetzt mal aus. Also es ist sehr dick gepolstert, sehr bequem. Hier hinten, das liegt nicht auf dem Rücken auf. Ich fühle nur die Polster. Und dann können Sie es natürlich, um den Rücken zu entlasten, auch noch hier zusammenstecken. Dann haben Sie hier auch noch die optimale Einstellungsmöglichkeit, um die Breite Ihrer Brust einzustellen. So. Jetzt wollen wir nochmal sehen, was der Rucksack liegt. Und zwar kommen wir auf 300 Gramm, ist also sehr leicht. Der Sporty Backpack von Sportastisch hat mich völlig überzeugt. Ich konnte keinerlei Produktionsfehler feststellen. Er riecht angenehm, beziehungsweise riecht nicht unangenehm, hat jede Menge Einstellmöglichkeiten und bietet sehr viel Füllvolumen. Wenn Sie einen guten Sportrucksack suchen, kann ich den tatsächlich nur empfehlen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen bei der Entscheidung für oder gegen den Sporty Backpack von Sportastisch behilflich sein und würde mich freuen, wenn Sie hier unten auf den Link klicken. Dort gelangen Sie auf unsere Website, wo Sie den Testbericht in Langform noch einmal lesen können und auch diesen Rucksack gewinnen können. Viel Glück und bis zum nächsten Mal bei Experten beraten.